Grün heute Trumpf im Utogrund. Der Zweitligist in Grün, St. Gallen in ungewohntem Schwarz. Und der FC Altstetten gleich munter unterwegs nach vorne. Yazari legt auf für Selvia Sutrak. Marco Previtali zufrieden. In der ersten halben Stunde hält sein Team gut mit. Erst danach kommt der FC St. Gallen so langsam im Utogrund an. Regazzoni ungestört auf der linken Seite und Nushi völlig frei. 33 Minuten lang hielt das 0:0. Die St. Galler Fans gut bedient, zumal der Leader nun aufs Tempo drückt. Allem voran der lange verletzte Franck Etundi. Er düpiert wirklich alle. Auch Goli Lacini. 0:2. Kurz vor der Pause. Der Super League Primus jetzt unerbittlich und ohne jegliches Interesse an einer spannenden Körperfische. Nico Abeklen trifft zum 3:0. Pause. Köp in der Stadt, das ist durchaus ein Erlebnis, aber nicht immer spannungsgeladen. Von Balkonien aus lässt sich aber die nächste Chance des Underdogs wunderbar ansehen. Cemili lanciert Alia. Der kommt aber nicht richtig an den Ball. Kein Problem für St. Gallens Köp-Goli Marcel Herzog. Ungemacht droht dann in der 50. Minute dem Goli gegenüber. Manuel Suter. Marco Hämmerli und am Schluss Nico Abeklen nutzen ihre Freiheiten zum 0:4 und sorgen für leise Verzweiflung bei Faisal Lacini und seinen Kollegen. Und zu allem Überfluss schwinden nun auch noch die Kräfte. Manuel Suter erbarmungslos. Nach 55 Minuten steht's 5:0. Wer will bei diesem Spielstand noch Torhüter sein, sagt sich wohl auch Lacini und interpretiert seine Torhüterrolle etwas gar offensiv. Immerhin gibt's hier keinen weiteren Gegentreffer. Dafür wenige Minuten später. Franck Etundi legt auf für Nushi. Und schon steht 6:0. Christian Nushi mit seinem zweiten Treffer. Marco Previtali muss sich am Schluss noch eine Premiere mit ansehen. Igor Tadic erzielt sein erstes Pflichtspieltor für den FC St. Gallen. Das 7:0 ist der Schlusspunkt in einer stimmigen, aber einseitigen Cup-Partie. Der letzte Programmpunkt Trikottausch entfällt. Schließlich wollten alle Altstädtner ihr Cup-Trikot behalten.